Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Long Dark. Wir sind unterwegs zum Kraftwerk wieder. Weil wir ganz, ganz viele Sachen dabei haben. Wir werden aber wohl oder übel am Kraftwerk nochmal ein Feuer machen. Das Fleisch schon mal braten. Wir haben, glaube ich, Haufen Fleisch dabei. Wird auf jeden Fall... Fertig machen, genau. Und die Terrorwölfe haben Angst vor uns, weil, das ist das Schöne, wir sie, wie sagt man, ja, verjagt haben. Und auf jeden Fall einer aus dem Rudel ist down von diesen Terrorwölfen. Also einen haben wir getötet, der ist verblutet. Da haben wir halt ein paar Mal mit einem Revolver drauf geschossen. Nicht richtig getroffen, aber ja, der ist unterwegs halt verblutet. Von dem haben wir jetzt das Fleisch. Von einem anderen Terrorwolf, den wir getötet hatten, das Fleisch haben wir uns auch geholt, aber leider ist dieses Fleisch nicht gut. Ich würde nämlich auch sagen, wir gehen in den unten rein. Da ist es warm, wir brauchen Wärme, wie wir sehen. Und da haben wir ja auch eine Tonne. Wir haben jetzt zwar kein Holz mehr an der Tonne, aber wir haben ein bisschen was dabei. Das sollte ja eine Stunde halten, gehe ich jetzt mal von aus. Und ja, beim nächsten Mal, wenn wir in den Knast gehen, gehen wir nackig rein, weil die ziehen uns ja Sachen ab. Also wir hatten eine schöne Daunenjacke an. Die haben sie uns abgenommen. Und ja, jetzt haben wir nur noch eine Jackenart an. Und zwar eine Sportweste. Weil man uns unser Zeug geklaut hat. Deswegen will ich jetzt mir die Wolfsjacke. Eigentlich würde ich gerne mir die Wolfsjacke bauen. Deswegen legen wir das Wolfsfell auch gleich hier noch mit ab. Das dauert halt Ewigkeiten zum Trocknen. Das ist einfach so. Aber... Im Notfall legen wir das hier unten. Stimmt, hier unten ist ja wieso warm. Wir könnten natürlich auch das von oben hier unten hinpacken. Weil das hier wärmer drin ist durch diesen Dampf, der durch die Rohre fließt, den wir ja auch aktiviert haben. Sollte es nach meinem Verständnis wärmer drin sein. Auf jeden Fall wird uns hier drin warm. Das ist schon mal gut. Weil oben drin wurde uns kalt. Tatsächlich. Das ist ein guter Einwand. Wir werden das Zeug hier oben ablagern. Oder im Treppenhaus. Treppenhaus wäre, glaube ich, auch noch eine Idee. Hm. Ja. So, ich weiß, dass wir hier irgendwo eine Tonne haben. Hier haben wir eine Tonne. Da werden wir jetzt direkt mal Feuer machen. Na komm schon. Wir haben, glaube ich, den Feuer Spiritus dabei gehabt, ne? So, sehr schön. Brennstoff hinzufügen. So, 2 Stunden. Dann packen wir ganz kurz ja, die Felle hier ab. Die Gedärme. Ich kann alles schon mal anfangen zu trocknen. Und wir garen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wolfsfleisch wir wirklich dabei haben. Aber anscheinend eine Menge. Eine Minute bis zum Garpunkt. Haben wir den ganzen Wolf ausgenommen? Kann das sein, dass wir das aus Versehen gemacht haben? Und deswegen, naja, dann ist kein Wunder, dass wir... So, die Tonne, da müssen wir noch Brennstoff wieder hinzufügen. Ja, da müssen wir eigentlich alles gegart bekommen. Garen.
Zumindest kriegen wir alles gegart. Das ist ja schon mal was. So, ich würde fast sagen... Also hier... Liegt das jetzt an der Feuertonne selber? Ist auf einmal schon auf 3%. In der kurzen Zeit. Also wir packen das mal ins Treppenhaus. So. Wir müssten, glaube ich... Ich glaube hier lang. Werden wir gleich sehen. Ja. So, das bedeutet aber, McKenzies Jungs waren auch hier unten. Interessanterweise. Stimmt, und wir haben einen Spinnschlüssel gefunden. Fällt mir auch gerade so ein. Für den Spinn Nummer 8. So. Haben wir das... Nee, Essen haben wir nicht. Warum ist uns dann... Naja, egal. So, ich überlege gerade, das packen wir oben hin, bevor wir rausmarschieren. Zwar hier hin. Hier packen wir jetzt die Felle. Auch dich. So. Water. Ja, wir haben genug Wasser gelagert. Mach dir mal keine Sorgen. So. So. Dann raus. Material. Wir haben, glaube ich, noch Metall und so dabei. Ah, trotzdem, das ist doch Wahnsinn, oder? Also. Nee, wo haben wir das jetzt hier drin? Da. Aber hier ist nur noch eine Dose. Das ist, finde ich, schon ein bisschen wenig, ne? So, die Feder. Metall. Ja gut, die können wir... Na komm, ablegen. Braucht kein Mensch mehr. Schon sind wir erleichtert. Wir sind wie so müde. Wie spät ist denn das überhaupt? Ja gut, dann können wir... Eventuell... Wir gucken jetzt mal. Verstehe halt nicht, warum uns hier drinnen... Wird uns jetzt wärmer. So, jetzt gucken wir nochmal. Rein. Okay, es trocknet doch. Ja gut, okay, es geht doch. Aber dauert, wird halt noch eine ganze Weile dauern, bis wir uns unsere Jacke herstellen können. Wir haben nur noch 2 Krach-Bumm-Macher. Das ist nicht unbedingt gut. Ein Gewehr lagern wir natürlich ein. Klar. Was sonst? So, Holz... wir haben jetzt hier noch natürlich ein bisschen was. Packen wir euch erstmal weg. Ja, dann machen wir folgendes. Wir packen dich weg und nehmen dich mit. Und dich. So, dann haben wir Anzünder, haben wir 3 Papierzeitungen dabei. So. Hier können wir einmal abgeben. So. Klamotten. Du, du, du und du. Okay. Fleisch. Das müssen wir relativ schnell aufessen, habe ich das Gefühl. So, wir haben nur noch 2. Fackeln sind langsam. Hatten wir nicht auch viel mehr Seenotfackeln? Mir war so, als hätten wir mal 5 oder so gehabt. So viel haben wir nämlich noch gar nicht verschwendet, würde ich behaupten. So, die Patronen können wir drüben hinpacken. Den Revolver können wir auch erstmal laden, fällt mir gerade so ein. Dann machen wir mal hier. Wenn wir schon dabei sind. So.
Okay. Dann, was haben wir denn noch so Schönes? Wir müssen halt genau gucken, was wir mit uns mitschleppen. Also dich auf jeden Fall schon mal nicht. Ich weiß gar nicht, ob man damit noch was machen kann. Das, obwohl, das würde ich auch drüben hinpacken. Das war's eigentlich, ne? Bei 26, gut, das, da haben wir natürlich ein paar Kilo dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 Kilo. Alleine nur das. Ja. So, das bedeutet auch, Wasser haben wir hier. Dann nehmen wir uns mal einen Liter Wasser. Wir bringen die Patronen... Okay, wir machen folgendes. Wir bringen jetzt die Patronen zurück. Den Pfeil, die Patronenhülsen und gehen mal ins Medizinzentrum. So. Umlagern. Ich weiß nämlich nicht, ob wir hier Pfeil schafft. Getrockneter Birkenschößling. Wir haben aber kein Jagdmesser. Pfeil schafft, Pfeilspitze, Krähenfedern. Haben wir alles nicht. Also Krähenfedern haben wir, aber Schafter, aber die Spitze haben wir zum Beispiel nicht. Hm. Hier, dich will ich halt herstellen. Das haben wir jetzt und das haben wir auch. Dann haben wir zumindest schon mal das. So, Rehe bräuchten wir auch noch mal 4. Davon haben wir dann 2 mehr. Da fehlen uns noch 2. Und da fehlen uns noch 3 sogar. Halleluja. So, Krachtbogenmacher haben wir auch nicht mehr so viel. Hm. Gib dich mal her. Ja, das bedeutet, wir haben eine Dose draufstehen, wir können noch mal 4 Krachtbummacher herstellen. Ja, 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 ja. So. Dann haben wir hier ein bisschen noch. Okay. Du bist meine Dose für Trinken. Wir hatten irgendwo noch einen Topf. Ich weiß noch nicht mehr, wo der Topf war. Tür zu? So. Wollte hier nochmal gucken. Da haben wir noch eine Dose und das sind noch Dosen. Sehr schön. Also, wir haben noch ein bisschen was, ja. Krachtbogenmacher würde ich sagen, 3 Stück reichen, wenn wir die mitnehmen. Ich würde gern noch die Waffe reinigen. Also, eine gereinigte Waffe, eigentlich müsste sie mindestens auf 75% sein, die Waffe. Alles andere ist eigentlich nicht gut. Normalerweise müsste die Waffe noch höher sein. Weil nur gut gereinigte Waffen haben keine Fehlfunktion und halten dementsprechend auch lange. So, kurz mal was zu trinken eingießen. Oh, dunkel wird es nämlich auch bald und wir sollen nach ganz oben. Ich weiß noch nicht, wie wir das am... Ob wir nicht vorher versuchen mal die Dings... Ich glaube, wir versuchen vorher das, die Sachen zu finden. Und dann nehmen wir auch die... Da müssen wir wahrscheinlich sogar die ganzen Krachbummacher mitnehmen.
gehe ich mal von aus. Fackeln etc. pp. Also wir müssen so viel eigentlich, so viel können wir nicht mal tragen. Auch was Nahrung angeht. Ich weiß nicht, wie wir das mit der Nahrung machen, außer über Wölfe. Gut, Wölfe rennen genug rum, muss man jetzt auch mal so sagen. So. 100% der Reinigung, okay. Dann machen wir das Reinigungs noch weg sozusagen. Machen. Dann haben wir schon mal etwas, was weniger ist. So, Schusswaffenputz wird benötigt. Ist jetzt hinüber. Können wir also irgendwo hier ablegen. So. Dann, bevor wir jetzt schlafen gehen. Essen wir erstmal was. Fangen wir damit an. Dreimal sind 1000, sind 2415. Also um die 2400 Kalorien pro Tag brauchen wir anscheinend. So. Ja, unter 10 Stunden brauchen wir nicht schlafen. So, wir haben noch Fleisch für den Tag. Wir haben noch was zu trinken. Das ist auch gut. Material haben wir soweit dabei. Ja, ich würde sagen, von hier aus machen wir uns jetzt nämlich Anzünder, ja, okay. Wir haben ja zwei Sachen. Einmal das, wo wir eventuell hier rüber rankommen. Ich habe keine Ahnung, wie... Ein Häftling auf der Flucht hat einige Geheimverstecke hinterlassen, am anderen Ende. Um anderen, die ihm folgen, zu helfen. Problem ist, wir sind so rangegangen, wir müssten wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wie wir hier rankommen. Muss ich jetzt ehrlich so sagen. Wir werden jetzt erstmal... Stimmt, wir haben noch den Schlüssel. Das werden wir machen. Nee, oder? Warte mal, ich überlege gerade. Also, folgendes. Wir werden jetzt runtermarschieren. Wir werden zum Umspannwerk und vom Umspannwerk nach Norden marschieren, um das Versteck erstmal zu finden. Das ist das, was wir jetzt machen. So. Auf zur Verstecksuche! Weil dann müssen wir da nie wieder hin. Dann haben wir das hinter uns gebracht. Beim Umspannwerk... Oh, hier draußen liegt auch noch geschmackloses, rohes Rehfleisch. Aha. Aufheben. Wir brauchen einen Schlafsack, weil wir uns eventuell unterwegs ausruhen. Ist natürlich wieder schön windig. Auf dem Rückweg können wir versuchen, die Person noch zu finden. So. Eventuell können wir auch Ausschau halten, ob wir hier nicht einen anderen Weg sehen, weil da, wo der ja ist, irgendwo da hinten in der Kurve. Was ist, wenn wir irgendwo da lang kommen? Also hier lang. Ich würde versuchen, hier über den See nach da zu kommen. Fällt mir gerade so auf. Und dann ins Umspannwerk eventuell. Wenn da nämlich keine Wölfe auf dem Weg sind, können wir die Sachen aus dem Umspannwerk auch holen. Und dann, wenn es klappt, wenn nicht, weil, ja, wer weiß, wer weiß. Oh. Okay, der greift mich an.
Kleidung hat einen Riss, natürlich. Mistviecher. Ich habe die aber nicht gesehen, ne? Muss ich jetzt ehrlich so mal zugeben, ich habe die nicht gesehen. Dadurch irgendwie. Wenn möglich. Wenn ich hier hochkomme. Hier hochkomme und das ein Weg, wenn das noch ein Weg durch wäre und nicht nur eine Höhle, wo Stuff liegt anscheinend, dann wäre ich schon zufrieden. Na toll, das ist leider nur eine Höhle. Mist. Ja, da habe ich natürlich eigentlich dumm, was ich gerade mache, einen Freien zu essen, aber okay. Das war dumm. Aber guck mal, da geht's lang. Haben wir denn Holz dabei? Wir packen mal zwei, drei Holz, also sagen wir mal fünf Holzscheiter mit ein. So. Vielleicht haben wir jetzt auch sechs, wer weiß. Aber weiter geht's. Wir gehen jetzt mal in die Richtung hin. Und schauen einfach mal. Vielleicht. Hier scheint es runter zu gehen. Ja. Ja gut, okay. Wir müssen dann in die Richtung hier. Okay, da war der Hirsch. Oder da ist ein Hirsch. Da ist ein Wolf. Da ist noch ein Wolf. Ich will eigentlich nur hier runter. Ah, perfekt. Weil wie gesagt, da oben drauf ist es. Da oben drauf. Wir kommen aber nicht dahin. Auch nicht hier rüber. Das haben wir ja auch schon probiert. Ich gucke gerade, ob wir hier irgendwie... Wir sehen aber auch nicht, dass es da einen anderen Weg hoch gibt, ne? Vielleicht hat das auch unten hingestellt. Das kann auch sein. Also entweder oben oder unten. Ich hätte gesagt, wir gehen, versuchen es jetzt von der anderen Seite. Can't feel my feet. Sprich, wir müssen links lang. Irgendwo hier. Da ist das Umspannwerk, okay. Hier waren wir noch nicht, glaube ich. Hier waren wir wirklich noch nicht. Von der anderen Seite ist es. Beim Umschauenwerk müssen wir uns erstmal aufwärmen.
Ja. Aber er sagt, hier ist immer noch was. Hier. Ach, diese kleinen Boxen sind das. Okay, na toll, wir haben unseren Revolver gerade erst repariert. Und zwar von ganz schön schwach auf voll. Wie viel Schuss waren das jetzt eigentlich? Ich bin mir jetzt unsicher, aber 6 Schuss dürften das gewesen sein, oder? Das ist doch bestimmt wieder ein Hirsch, den ich hier höre. Ja, gut. Wir müssen da lang. Wir müssen uns nicht nur aufwärmen. Hier sind gleich 2. Wir müssen uns richtig aufwärmen. Okay, da hat ein Wolf, glaube ich, den Hirsch gerade gerissen. Hat sich auf jeden Fall so angehört. Okay, da hat ein Wolf einen Hasen hinter mir gerissen. Auch okay, solange sie mich in Ruhe lassen. Wir können uns jetzt drinnen hinsetzen oder wir könnten hier... Was haben wir denn an Essen dabei? Wir könnten eine Dose warm machen. Beans. Ein Kaffee. Das wäre eine Variante. Aber ausgerechnet hin... Ach nö. Das Problem ist, wir haben nicht so viel dabei. Wir müssen auf dem Rückweg wahrscheinlich hier wieder pausieren. Ja, pausieren ist ja das schlechte, ist eigentlich das falsche Wort, sondern uns ausruhen. Come on. Come on. Ah, sehr schön. Garen Beans. Bitte brauch nicht so lange, bis das Feuer aus ist, weil das war, glaube ich, nicht so lange an, oder? 15 Minuten, okay. Brennholz hinzufügen. Wir machen auf jeden Fall so lange. So, dann garen was. Oh, stimmt, wir haben einen Topf. Garen. So, Besiedepunkt. 21 Minuten bis verbrannt. Essen. Wir essen jetzt einfach die Beans. Dann sind wir da wieder voll. Sehr schön. Wir können hier noch ein bisschen Wasser kochen. Ja, dann halt Wasser. So. Nehmen. Garen. Garen. Einen Kaffee. Dass uns warm ist und dass wir Ausdauer haben, weil wir wollen noch da hoch. So. Siedepunkt haben wir. Nehmen. Dich würde ich auch hier erstmal rumliegen lassen. Sogar die Dose würde ich jetzt hier lassen. Und wir versuchen jetzt mal... hier an den Wölfen vorbeizukommen.
Das ist ein Dingsrudel. Das ist ein Krach-Bumm-Rudel wieder. Na toll. So, wir wollen nach da. Genau. Wir können natürlich noch eine Krach-Bumm-Dose nehmen. Oder so. So. Genau, macht euch ja vom Acker hier. So. Bringt wieder hoch. Jetzt ist die Frage, ob hier besser wäre. Ja, es sieht besser aus, der Weg. Ja, der sieht besser aus. Das ist ja auch gar nicht mal weit weg, ne? So, los, komm. Lass uns das ganz schnell noch finden. Irgendwo hier. Aber wo? Da, wir haben sie. Aha, here it is. Oh, wieder schön 5 Schuss. Sehr schön. Gut, dann machen wir an der Stelle für heute Feierabend. Wir werden dann beim nächsten Mal wieder zurück zum Umspannwerk gehen und vermutlich müssen wir überlegen, ob wir da übernachten. Was war das denn eigentlich jetzt so gerade hier? Muss ich mal selber mal gucken. Achso, das war was anderes. Und da, ah hier, das wollte ich mir angucken. Okay, das tickt runter. Und dann, ja, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.